Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Metal Slug X von SNK Playmore. Mein Name ist Hegel26. Da gehen wir direkt Stimme flöten. Wir spielen weiter im Level 3 von Metal Slug X. Wir schleichen uns mal an diesen Ding hier ran, der den Gefangenen auslacht. Zack! Wieso hat er uns gehört? Wir stören hier das Camp. Oh. Ja, guck mal, der chillt hier einfach so. Schmeckt's? Ja gut. Der interessiert uns wohl nicht. Oh, jetzt kann sie mit Schutzschild. Einfach mal durchpushen. Wieder richtig viel Gefangene. Eine Waffe hätte ich ja. Ein Shotgun. Yeah. Bam. So. Aufräumen. Oh, ein Panzer. Gut, habe ich. Jetzt kommt noch einer raus. Bam. Der hat einen Raketenwerfer. Ich hätte gerne die Shotgun behalten, aber ich nehme es. Weil die Shotgun ist eh bald leer. Jetzt kommt man ganz schnell auf den Weg. Auf dem Zug ein paar Fahrzeuge. Jetzt Fallschirmjäger und alles weg. Da kommen ein paar hoch. Ich kann hier nicht nach unten schießen. Ein Teddybär. Der hat Punkte gegeben. Richtig viele. Boah, das waren richtig viele. Wir befreien die Schweine, glaube ich. Ja. Oh Mist, wir sind fett geworden. Dafür schlagen wir jetzt mit einer Gabel. Wir haben anscheinend die Schweine nicht gerettet, sondern gefressen. Oh, jetzt kommen Flugzeugjäger. Darum haben wir Raketen bekommen. Und Boote. Oh oh. Oh. So, runter da. Oh, das Schiff explodiert, glaube ich. Yes. Oh, jetzt kommt noch mehr. Ich finde es lustig, weil die Schiffe fahren weiter ohne irgendwelche Besatzung auf dem Boot. Das war's schon. Wir haben ewig sowieso keine Raketen mehr. Ein Chicken! Was ist das denn? Stone! Wir schmeißen mit Steinen. Alter, das habe ich noch nie gesehen. Das ist so geil. Aber das ist. Ich verbrauch's wie normale Granaten. Auf den nächsten Zug springen! Oder runterspringen. Oh! Roter Helikopter. Roter Helikopter ist böse. Komm. Komm. Mir geht der Platz aus. Komm, das muss doch jetzt reichen. Alter, der hält der viel aus. Das war's. Mein Triggerfinger. Kommt jetzt ins nächste Level. Der Boss. Könnte sein. Oh oh. Ah ja, ich kann ihn abballern. Könnte sein, dass es nur ein Miniboss ist. Okay, es bröselt langsam auseinander. Ah. Ein paar Granaten reinwerfen und da sind Steine. Oh, jetzt verliert er am Panzer. Ah, Projektile von oben. Jetzt wird es heftiger. Zwei Panzer sind nämlich auf diesem Flugschiff. Na, ah, jetzt ist nur noch einer oben. Ah, ich habe mich getäuscht. Es sind auch wieder zwei. Woher kommen die? Hat der so einen riesen Tank oder ein riesen Lager? Alter, das ist richtig hart nur mit diesem Pistölchen. Aber normalerweise bin ich an dieser Stelle schon einige Male gestorben und dann habe ich. Jedes Mal, wenn man stirbt, kriegt man. Was kriegt man? Ein Heavy Machine Gun. Geld! Geld, wir sind reich! Oh Gott, diese Waffe ist doof. Zwar hier ganz praktisch, aber das ist natürlich auch gewollt. Was hast du denn Schönes? Heavy Machine Gun! Das ist auch gut. Das war knapp. Ein Panzer! Oder ein Flugzeug.
Ich hätte gerne das Flugzeug. Ich nehme das Flugzeug. Yeah! Oh Mist. Rakete. Ich finde es schön, dass wir trotzdem am Boden fliegen können. Komm, fällt runter. Stürzt ab. So, und runter mit euch. Noch mehr. In zwei Spieler hätte jetzt der eine nämlich den Panzer nehmen können und der andere, der hätte sowieso das Flugzeug genommen. Also es wäre niemand leer ausgegangen hier an dieser Stelle. Aber ich weiß nicht, ob wir das Flugzeug nochmals treffen werden. Oh. Das ist der Boss. Morden. Ich glaube, das ist der General, den es zu stoppen gilt. Oh. Scheiße. Alter, ich muss raus. Ich muss raus. Ich habe keine Ordnung. Ah, ich bin verbrutzelt. Jetzt fängt es nämlich an schwierig. Continue, yes, bitte. Nehmen wieder, Fio. Was hast du für mich? Bomben. Oh, was passiert jetzt? Ich weiß nicht, ob das gut ist, was jetzt passiert. Ei, nein, Mist. Das war doof. Ah, und jetzt zurück, sonst sind die wieder verbrutzelt. Ich hätte gerne ein anderes Wäffelchen gegen dieses Spinnchen. Danke, ja komm. Heavy Machine Gun. Au. Jetzt bin ich fast ein bisschen erschrocken. Nein, auf die falsche Seite geschossen. Oh, es hat gerade gereicht. Boah, alter Verwalter. Das dritte Level ist beendet. Ihr seht, der Schwierigkeitsziel zieht schon mächtig an. Alter Verwalter. Wir sind jetzt in einer japanischen Stadt, würde ich sagen. Kühlschrank aufmachen, aus dem ein Prisoner kommt. Hi, was machst du denn? Kühlschrank! Ein Fisch. Gibst du mir einen Fisch? Was gibst du mir denn? Hör mir Machine Gun! Jetzt geht's schon richtig ab. Oh Mist, mich hat was getroffen. Ich weiß nicht, ob ich das mit den 10 Continues zurücknehmen möchte. Ja, mal schauen, man darf sie nicht verschreien. Eine Puppe! Und Schweine werden wir wieder fett. Oh Mist, wir sind wieder fett geworden. Wir haben dafür einen. Ja, Megaschuss haben wir dafür. Kuchen! Ja, Kuchen! Oder sind das Zwiebeln? Bäm. Alter. Und wir sind geplatzt. Prisoner, komm. Oh Mann, jetzt geht die Party ab. Ach Mist, jetzt sind es viel zu viele Projektile. Kann ich nicht. Nein. Die erreicht nicht mehr, diese Gefangenen. Dieser Bus transformiert sich einfach mal schnell. Wir knallen ihn ab, so schnell es geht. Alter. Schon wieder Continue. Meine Güte, spiele ich schlecht. So, jetzt können wir den Gefangenen auf jeden Fall retten. Schon wieder Dropshots. Die gefallen mir nicht so. Kann ich diese Brunnen abknallen? Ich glaube nicht. Aber der ganze Rest. Alter, Alter. Ach Mist, wieso kommen jetzt da zwei Raketen raus? Durchrushen. Ja, dich knall ich auch ab. So. Ja. Tauche aus dem Brunnen. Laser. Alter.
Ein Kamehameha-Typ. Der hilft uns jetzt eine Weile. Fisch und Senf. Oder was es auch immer war. Und hier unsere neuen Gegner. Aliens. Das habt ihr nämlich im ersten Level gesehen, was aus dem Haus geflogen sind. Das sind diese Köpfe. Das heißt, oh nein, wir sind schon wieder fett geworden. Dafür ist unsere Wucht mega krass, unsere Schusswaffe. Wir haben wieder zu viel gefuttert. Hühnchen! Lecker Hühnchen. Oh nein. Oh, und schon sind wir wieder geplatzt. Das ist nicht schlecht. Die zielsuchenden Raketen. Oh. Wir spielen das so oder so durch. Ich habe unendlich Continues. Ah, jetzt wird er essen. Richtig viel. Es ist zwar gesundes Essen gewesen, aber... Gut, wir gehen jetzt ins Panzerchen. Sehr schön. Jetzt heißt es, die Aliens vernichten. Es scheint so, als hätten sie sich verbündet. Die Armee und die Aliens. Oh. Ah, da hatte ich keine Ausweichmöglichkeiten. Nein. Das war die Selbstmordattacke des Panzers. Und jetzt kommt der Boss. Ich weiß nicht, ob das gut war. Das war kein schlechter Kombo auf jeden Fall. Och du Scheiße. Reason Bullet. War's das schon? Ernsthaft? Habe ich mich ja gar nicht so schlecht geschlagen. Wahnsinn. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Hm, nicht schlecht. Doch, bevor diese Mission startet, mache ich eine kleine Pause. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer G26. Ciao zusammen.